In der heutigen Late Night Show geht es um Dune, Arrakis, den Wüstenplaneten in Brettspiel- und Rollenspielform. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. Wir haben in letzter Zeit schon ein paar Mal über Dune geredet in verschiedenen Varianten, zum Beispiel über die Comic-Adaption, und wir haben zu dem Dune-Rollenspiel auch schon ein Preview gehabt und sogar ein Let's Play gespielt, zusammen mit dem Line Director. Und das kann sein, dass sich Dune so ein bisschen häuft aufgrund der Tatsache, dass ja die Neuverfilmung anläuft, beziehungsweise wenn ihr das schaut, vielleicht auch schon angelaufen ist, je nachdem wann das ist. Und naja, alle Leute versuchen, wenn sie gerade etwas mit dem Thema vom Wüstenplaneten machen, das ungefähr auch jetzt zu zeitigen und zu diesem Zeitpunkt rauszubringen, was ich damit sagen wollte. Zwei von den Sachen, die dazu gehören, habe ich hier auf meiner Ablage liegen. Und das ist einmal Dune Imperium, was ein Brettspiel ist, und einmal Dune Adventures in the Imperium, was das Rollenspiel ist, das bei Modiphius erschienen ist. Fangen wir erstmal mit dem dickeren Paket an. Dune Imperium ist ein Deckbuilding-Worker-Placement-Brettspiel. Das heißt, dass Aktionen durch Karten bestimmt werden, die man sich sammelt in einem Deck und damit über das Spiel hinweg verbessern kann. Und dass es wichtig ist, wo man seine Agenten und seine Leute hinschickt. Ihr müsst euch das dann so vorstellen, dass man ein Brett hat, das sowohl Arrakis, was ja das Zentrum von dem Geschehen ist, weil nur dort die Droge hergestellt wird, die es überhaupt ermöglicht, sicher, überlicht, schnell, wirklich instantan von einem Ende von den Galaxien, die zum Imperium gehören, zu den anderen zu reisen, dass das darüber abgedeckt wird und dann zusätzlich noch all die Machtfraktionen, die dazu gehören. Das ist tatsächlich ziemlich dicht alles aufeinander gepackt und trotzdem übersichtlich funktionabel, sodass man sieht, hier sind verschiedene Orte, wo man sich auf Arrakis entweder umtun, einschleimen oder kämpfen kann. Hier ist Choam, die Handelsorganisation, die alles kontrolliert. Hier ist der Landsrat, wo die adeligen Häuser zusammensitzen. Und hier sind die unterschiedlichen Gilden und Machtfraktionen wie die Bene Gesserit, Schwesternschaft oder die Gilde der Raumfahrer. Und das ist auch nötig, dass es so übersichtlich ist, weil all diese Dinge dann miteinander interagieren. Wir spielen jeweils ein Oberhaupt eines der adeligen Häuser und wir haben die Auswahl bei Dune Imperium zwischen klassischen Figuren, die man aus dem Roman und jetzt auch aus der neuen Verfilmung kennt. Betonung auch auf der neuen Verfilmung, denn die Illustrationen sind ganz klar an den DarstellerInnen aus dieser Verfilmung angelegt. Bei den meisten ist das ziemlich offensichtlich. Bei manchen muss man so ein bisschen die Augen zusammenkneifen, aber spätestens bei Liet Kynes, wo die Rolle ja in der Neuverfilmung sowohl vom Aussehen als auch vom Geschlecht her gänzlich anders gecastet worden ist, wird es deutlich, woran sich orientiert wird. Das heißt, man kann tatsächlich zum Beispiel Paul Atreides spielen, aber man kann auch die Harkonnen spielen. Und dann wurden noch zwei weitere Häuser aus dem Hintergrund genommen, die man übernehmen kann, zum Beispiel Richese, ein Haus, das für seine Technologie bekannt ist, aber auch darum zu kämpfen, dass sie ihren Posten behalten können. Und da sind unterschiedliche Anführer dafür da, die alle ihre speziellen Fähigkeiten haben. Und darauf aufbauend starten wir mit einer Hand von Karten, die uns unterschiedliche Aktionen ermöglichen. Wenn wir eine Karte spielen, können wir damit einen Agenten setzen. Die Menge an Agenten ist sehr begrenzt. Man fängt mit zwei an, kann sich bis auf drei steigern und kann unter bestimmten Umständen noch eine weitere Person in den Einsatz schicken. Aber das heißt, wir können pro Runde mit unseren Zügen nur relativ wenige solche einflussreichen Dinge mit den Agenten machen und müssen uns überlegen, mit welchen Karten wir sie spielen, weil die wiederum die Aussage machen, zu welcher Fraktion oder zu welchem Ort wir gehen können und welche Nebeneffekte das hat. Und der Rest unserer Hand hat dann entweder noch andere Effekte, die ausgelöst werden können, wenn wir sie spielen, oder werden am Ende, wenn wir unsere Züge abschließen für eine Runde, ausgewertet, um unseren Einfluss zu zählen. Und das ist die Hauptebene des Spiels, also Worker Placement
um zum Beispiel zu sagen, ich schicke jemanden zu den Bene Gesserit, dann steigt mein Einfluss in dieser Organisation und ich bekomme, je nachdem welches Feld ich dort gewählt habe, noch einen weiteren Effekt raus und oder muss dafür bezahlen, um diesen Effekt zu bekommen. Und das mit dem Bezahlen ist dann jetzt auch schon der nächste Schritt, weil es gibt eine ganze Reihe verschiedener Ressourcen, die gefördert und gesammelt werden müssen. Das ist natürlich Spice, die Droge, die überhaupt alles möglich macht in diesem Imperium, von der Sicht in die Zukunft bis hin zur Kontrolle der Raumfahrt. Das ist aber auch einfach schnöde Geld und Wasser, weil sich eben alles um Arrakis, den Wüstenplaneten, dreht, auf dem das extrem rar und wertvoll ist. Und das heißt, mit jedem Zug müssen wir überlegen, welche Ressourcen haben wir, welche Ressourcen wollen wir, bei welcher Fraktion wollen wir uns lieb Kind machen, weil das Siegespunkte geben kann, wenn wir dort führen. Und wie können wir das alles miteinander möglichst elegant verknüpfen, dass wir keine Karten verschwenden und dass wir auch die Orte bekommen, wo wir unsere Agenten einsetzen, die wir wollen und sonst nicht jemand anders die wegschnappt. Das heißt, ganz, ganz viele Dinge, die man gleichzeitig da im Kopf behält und auf die man aufpassen muss. Und am Ende muss man sogar noch kämpfen, was sehr abstrakt dargestellt wird. Jede Runde endet damit, dass auf Arrakis es auch einen militärischen Konflikt gibt, in dem dann einfach geklärt wird, wer hat es geschafft, mehr Truppen in den Einsatz zu bringen und dann noch zum Beispiel mit Karten, die für Söldnertruppen stehen oder andere Effekte mitbringen, zu verstärken. Und jede Runde gibt es einen bestimmten Preis, um den gekämpft wird. Das sind am Anfang noch relativ niedrige Sachen. Das wird gestaffelt über ein weiteres Deck von Karten. Und am Ende geht es tatsächlich um die Kontrolle von einzelnen Orten und Regionen auf Arrakis, wenn man dann auf die Ziellinie zuhält, was einem extrem mächtige Effekte bringen kann, aber meistens auch nur noch ein paar Runden anhält, weil das Spiel dann schon vorbei ist. Wenn das jetzt durchaus komplex klingt, dann ist das nicht ganz falsch. Wie gesagt, es sind eine ganze Reihe von Ebenen und Effekte, die da miteinander verzahnt sind und die man im Blick behalten muss und dafür sorgen, dass man nicht am Ende jede Runde grob das Gleiche macht, weil einem nicht einfällt, was man sonst mit seinen Karten machen soll. Es gehört natürlich auch Glück und Timing dazu, passende Karten sich auf die Hand zu holen. Und bei unseren Testspielen haben sich dann auch relativ schnell ganz gute einzelne Strategien herausgeschält. Man kann zum Beispiel darauf setzen, auf Arrakis sich mit den Fremen, mit den ursprünglichen Einwohnern dieses Planeten oder besser den ersten Menschen, die sich dort angesiedelt haben, zu verbünden, weil es mehrere Fremenkarten gibt, die sich gegenseitig dann verstärken und bestimmte Orte nur zugänglich sind, wenn man bei denen Einfluss hat. Aber man kann zum Beispiel auch darauf setzen, jede Runde möglichst viel Spice abzupressen und das dann wiederum woanders zu verkaufen für mächtige Effekte. Und so weiter und so fort. Ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel drin, was wir bei einer Reihe von Runden noch gar nicht selber rausgefunden haben. Und das ist ein Aspekt, der mich auch sehr reizt, ist noch weiter zu spielen, eben zu gucken, welche Strategien, welche Taktiken können hier valide sein und welche sind einfach nur verspielt und führen vielleicht am Ende doch nicht zum Ziel. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass auch Leute, denen normalerweise diese Art von Spiel gar nicht zusagt, Spaß dran hatten und auch tatsächlich gerne weiterspielen würden und sich wieder hier einfinden werden am Tisch, wenn wir es wieder auspacken. Um dann mal zu schauen, ob sie es schaffen, dieses Mal Haus Harkonnen durch Gewalt und Furcht an die Macht zu führen oder ob sie dann auf der anderen Seite in die Flucht schlagen können. Es ist ein am Ende überschaubare Regeln mit sehr komplexen Anwendungen und ich finde tatsächlich größtenteils auch sehr schön im Spielmaterial mit, wie gesagt, dem überschaubar gestalteten Spielbrett, obwohl es so viel Informationen verwenden und verwalten muss, mit einer ganzen Reihe wirklich schöner Illustrationen auf den Karten und mit nur einer Schwäche, dass nämlich alle Marker, die wir verwenden für unsere Einheiten, unsere Agenten, für Spice, für Wasser, für Geld, knackebunte kleine Holzpöppel sind, wie sie auch aus einem Kinderspiel rauspurzeln könnten. Dazu muss man sagen, dass es wohl auch eine Deluxe-Version geben wird, die aber hier nicht so leicht zu bekommen ist, sondern eher auf dem englischsprachigen internationalen Markt unterwegs ist, wenn es einem denn wichtig ist, dass das in dieser Hinsicht optisch etwas ernster an den Rest des Spiels angepasst wird, als knallorange durch die Gegend zu kullern. Es ist ein gutes Spiel, das die Welt von Dune, das die Welt von Frank Herberts riesigem Universumsentwurf ziemlich gut einfängt und vor allen Dingen dieses Gefüge von Machtverhältnissen, Intrigen und unterschiedlichen Methoden an die Macht zu kommen, ziemlich gut abdeckt. Und ich weiß, ich habe jetzt wahrscheinlich eine Menge wirrer Begriffe in den Raum geworfen für alle Leute, die nicht wissen, was Dune ist und was sich dahinter verbirgt.
Aber lasst es euch gesagt sein, am Ende geht es um Intrigen, Politik und den Wunsch zur Macht auf einem Planeten, der die einzige Substanz enthält, die es ermöglicht, ein interstellares Imperium zusammenzuhalten und damit auch es einem ermöglicht, dieses Imperium vielleicht sogar zu Fall zu bringen. Es ist ein gutes Spiel, auch ohne Dune. Aber es ist vor allen Dingen, also ohne den Hintergrund wäre es immer noch mechanisch ein gutes Spiel und ein schön gemachtes Spiel. Aber mit diesem Hintergrund zusammen ist es wirklich gut. Deswegen kriegt es 8,5 von 10 möglichen Punkten von uns. You are about to enter a world where the unexpected. Many dangers exist on Arrakis. The unknown. An incredible secret has been kept on this planet. And the unbelievable meet. I see two great houses. Fusing. Where kingdoms are built on earth that moves. We have worm sign the likes of which even God has never seen. And skies are filled with fire. The prophecy which will cleanse the universe and bring us out of darkness. Wechseln wir zu Dune Adventures in the Imperium. Drei Worte mehr im Vergleich zu Dune Imperium. Aber wie es auffällt, ebenfalls mit dem gleichen Design und Branding, was sich auf die Neuverfilmung bezieht. Dune Adventures in the Imperium ist von Modiphius und beruht auch auf deren Engine, die damit funktioniert, dass man 2W20 würfelt und versucht, unter Zielwerten drunter zu würfeln. Diese Engine hat Modiphius schon für eine ganze Reihe anderer Anpassungen verwendet, zum Beispiel für Star Trek, aber auch zu Conan wurde das gleiche System angepasst. Das heißt, es ist relativ dehnbar und hier wurde es auch an einigen Stellen ziemlich weit gedehnt. Was macht man in diesem Rollenspiel? Man spielt Angehörige eines Adelshauses in dem Imperium. Man spielt vor den Ereignissen im ersten, also in der Realwelt als ersten erschienenen Roman Dune. Also bevor tatsächlich die ganze Geschichte mit dem Kwisatz Haderach, Muad'Dib und dergleichen, falls euch das jetzt alles was sagt, auf Arrakis in Schwung kommt. Das heißt, das Haus Harkonnen hat diesen wichtigen Planeten, auf dem die Droge, die alles möglich macht, gefördert wird, immer noch in der eisernen Hand. Und der Rest intrigiert und arbeitet fröhlich gegeneinander, miteinander und versucht, einen Platz irgendwo an der Macht oder zumindest in Sicherheit zu bekommen. Wen wir dann da spielen, ist relativ weit gefächert. Es gibt klassische Positionen, die wir uns aussuchen können, ob das jetzt der Schwertmeister ist, weil die Verkettung verschiedener Technologien in diesem Universum dafür sorgt, dass die sicherste Art und Weise, sich gegenseitig umzubringen, tatsächlich ist, mit einem Messer aufeinander loszugehen, weil die Interaktion von Schilden und Laserwaffen und normalen Schusswaffen entweder zu gar nichts oder zu einer atomaren Explosion führt und so weiter und so fort. Also man kann tatsächlich einen klassischen Schwertkämpfer spielen in diesem Far-Future-Setting. Man kann jemanden spielen, dessen Gehirn quasi zu einem lebenden Computer gemacht wurde, einen Mentaten oder Mentaten in Ausbildung, Ärzte, Agenten, Spione, Schmuggler, aber auch tatsächlich Leute, die eine Ausbildung bei den Bene Gesserit genossen haben, einem Orden von Frauen, die perfekte Körperkontrolle und über eigene Körperchemie erlangt haben und ein großes Zuchtprogramm mit der Menschheit vorhaben, zu einem Zwecke, den sie nach draußen nicht verraten. Und all diese Leute gehören dann in der Gruppe zu dem gleichen Adelshaus, so ist die Idee, dessen Schicksale man dann gemeinsam lenkt. Ähnlich wie bei Star Trek gibt es dann auch den Ansatz, dass man mehrere Charaktere pro mitspielenden Person hat, sodass man jeweils einen Hauptcharakter hat, der in der Regel gespielt wird. Aber wenn der in einer Szene gerade nicht passt, kann man zu einer Nebenfigur wechseln, die man dafür übernimmt. Und wenn die wiederum nicht passt, kann man auch aus dem Stegreif noch weitere Personen entwickeln. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Regeln für die Charaktererschaffung, die von genau in die Tiefe, ich weiß, was ich spielen möchte und suche mir alles so raus, wie es ist, bis hin zu, ich habe nur ein paar Dinge niedergeschrieben und alles andere finde ich im Spiel heraus, reicht, um es eben möglich zu machen, auch ganz schnell eine Figur reinzuwerfen. Und dann kommen wir zu immer weiter abstrahierenden Ebenen des Spiels. Wir können mit diesen Charakteren natürlich tatsächlich direkte Szenen spielen, in dem Sinne, als dass man geht wohin, man redet miteinander. Und manchmal kommt es vielleicht dann zu einem Kampf. Aber das, was man sich gemeinhin als Rollenspiel klassischerweise vorstellt. Aber das gleiche System
mit Zonen, in denen man sich bewegt, Zielen, die man versucht zu erreichen, Bewegungen, die man durchführt, kann dann auch verwendet werden für soziale Interaktionen, wo dann eine Party zum Beispiel aufgeteilt wird in Zonen, Ziele, Bewegungen und Herausforderungen und man dann ziemlich abstrakt sich durchwürfelt und bewegt, um Informationen zu sammeln und Einfluss auszunutzen. Das Gleiche kann dann auf Spionage angewandt werden, noch abstrakter, wo man dann sagt, einzelne Informationscluster sind Zonen, durch die man sich bewegt. Als hätte man quasi einen Dungeon, wo die Räume aber zum Beispiel sind Identität des Beißschmugglers, den wir suchen, Verwandtschaft von XY mit dieser Person, und so, dass man sich von einem Informationsraum zum nächsten vorarbeitet mit den gleichen Regeln, die man benutzen würde, um sich durch einen physischen, in Anführungsstrichen, Raum zu bewegen. Das geht hinauf bis zu Schlachten, wo man dann also ganze große Einheiten durch Zonen auf einem Schlachtfeld bewegt, aber tatsächlich dann auch wieder runter zu Duellen, wo tatsächlich gesetzt wird, dass man als eine Person eine Zone ist, die rechte Hand ist eine Zone, die linke Hand ist eine Zone, beim Gegner genauso, und dann versucht man, eine Waffe von seiner eigenen Zone in die gegnerische Zone zu bringen und dort dann wirksam einzusetzen. Klingt seltsam, fühlt sich auch so an, um ehrlich zu sein. Die Idee dahinter ist ja eine lobenswerte, nämlich mit einem Regelansatz und mit einem theoretischen Denkansatz alle Ebenen von Abstraktion, von direktem Eingreifen und indirektem Eingreifen, von dem Duell bis hin zu interstellarem Krieg abdecken zu können. Aber es sorgt am Ende dafür, dass alles sich irgendwie sehr trocken anfühlt. Und dass, wenn ich mir dann die Beschreibung durchlese, und dann bringe ich meine Waffe aus meiner Zone in die gegnerische Zone und muss dann vergleichend feststellen, ob ich sie dort erfolgreich einsetze, nimmt mir schon den Wind aus den Segeln, anstatt zu sagen, ich versuche ihn anzugreifen und schaue, ob ich ihn tatsächlich erfolgreich treffen kann, so wie die meisten Spiele das tatsächlich regeln würden. Es ist verkopft. Das passt irgendwie auch zu Dune, aber es ist auch ziemlich anstrengend. Abgesehen vom Regelwerk sind hier natürlich noch andere Sachen drin. Es gibt eine längere Beschreibung der Welt, die vor allen Dingen auch einmal die Historie aufarbeitet. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir dann spielen, in diesem gigantischen Imperium leben, wo Abermillionen Menschen von dem Willen von einzelnen Adelshäusern abhängen, die sie relativ frei ausnutzen oder eben harmlos behandeln können, aber es gibt nicht wirklich irgendwelche nichts, was ihnen einen Riegel vorschiebt, zum Beispiel Leute in die Sklaverei zu verkaufen, dass es keine künstliche Intelligenzen gibt und quasi keine Computer, die eine gewisse Komplexität übersteigen können, dass es Menschen gibt, die mit Hilfe von Spice oder anderen Drogen ihre geistigen Fähigkeiten oder körperlichen Fähigkeiten auf übermenschliche Maße erheben, dass die ganze Menschheit ein bisschen anders ist im Verhalten, im Denken und auch in ihren Fähigkeiten, als wir es von heute vertraut sind. Das wird eigentlich ganz gut und übersichtlich da aufgeräumt. Was tatsächlich dann ein bisschen fehlt, sind wiederum Details, die für einen Charakter wichtig wären. Ich kann aus dem, was hier drin steht, verstehen, warum ist die Welt so, wie sie ist? Und wer sind grob die Machtblöcke und wie funktioniert das mit den Adelshäusern? Aber zum Beispiel ist ein wichtiger Aspekt für viele Charaktere, der Teil von ihren Antrieben sein kann, Glaube. Und dann werden immer mal Worte fallen gelassen, dass Fremen sind ursprünglich Zen-Sunni, oder die meisten Leute lesen die orange katholische Bibel. Aber was das ist, ist hier nicht drin, sondern das müsste man sich selber dann eben aus Dune und folgenden und davor gesetzten Romanen erarbeiten. Was ich ein bisschen schade finde, weil das nicht so viel Platz gekostet hätte und für mich wichtiger ist, um einen Charakter spielen zu können, als in welchem Jahr der butlerische Dschihad losging. Es ist am Ende auch noch ein kurzes Abenteuer drin, um einzusteigen, und von dem bin ich tatsächlich positiv überrascht. Da ist alles drin, was man sich von einem kurzen Abenteuer erwarten würde, das auch auf Arrakis spielt, wo man als ein minderes Haus hilfreich einen Teil der Spice-Förderung übernehmen soll im Auftrag von Haus Harkonnen. Und dann gibt es natürlich Intrigen und Verrat und Probleme und möglicherweise auch Sandwürmer. Und das ist eine Reihe von eigentlich allen sehr übersichtlich und spannend gestalteten Szenen und gut aufgearbeitet und verzichtet eigentlich gänzlich darauf, die unterschiedlichen Abstraktionsebenen des Systems zu verwenden, sondern nimmt diejenigen, die einem instinktiv vertraut werden von anderen Rollenspielen, was eigentlich irgendwie schon wieder eine Aussage dazu ist, wie hilfreich diese Abstraktionsebenen vermutlich am Ende im Spiel sein werden. Ich weiß, manche Leute mögen das.
sich zurückzulehnen und tatsächlich mit sehr viel Abstand zum Geschehen zu überlegen, wie man seine Assets einsetzt und wie man jetzt als nächstes weitermacht. Und dann wird das abgehakt und hat man quasi diese Phase des Spiels erledigt. Aber für mich persönlich ist es tatsächlich weniger was. Ich erkenne, wie es durchdacht ist und ich verstehe, was damit gemeint ist. Aber für mich ist es in der Art und Weise nicht. Ich würde mir daraus die einzelnen Sachen rauspicken. Ich würde die schönen Illustrationen verwenden und Leuten zeigen und vielleicht auch das Beispielabenteuer nehmen und darauf dann was aufbauen und gefühlt 60% ansonsten weglassen von dem, was hier drin ist. Einziger letzter Knöterpunkt ist noch, ich habe das Gefühl, dass am Ende das letzte Lektorat ein bisschen schnell drüber gehetzt wurde, denn es gibt tatsächlich überdurchschnittlich viele kleine Aufmerksamkeitstipp- und Verständnisfehler, die durchgerutscht sind, doppelte Worte, falsche Worte, die dann zum Beispiel die korrekte Worte sind, aber nicht das Wort, das man an dieser Stelle im Satz gebraucht hätte und solche Dinge, bis hin dazu, dass in Tabellen, die aufzählen, auf welche Fähigkeiten bestimmte Sachen gewürfelt werden müssen, mehrfach Disciple, also Schüler, statt Discipline, Disziplin steht, was leicht passieren kann, aber an dieser Stelle einfach keinen Sinn ergibt. Also, insgesamt ist es ein wirklich sehr schön aufbereitetes Rollenspiel, auch wirklich ausgesprochen ansprechende Illustration, das sich sehr viele Gedanken darum gemacht hat, wie man den komplexen Hintergrund und die Art und Weise von Geschichten, die zu diesem Hintergrund gehören, aufarbeiten kann, mit einem Ansatz, der mir persönlich vielleicht nicht liegt, der aber, denke ich, sehr viel Sinn macht für das, was man damit machen wollte. Und mit nur ein paar kleineren Schwächen in den sehr, sehr vielen und sehr aufwendig aufbereiteten Texten, wo hier und da ein paar Informationen fehlen oder mal kurz beim Lektorat etwas runtergefallen ist. Aber insgesamt ein durchaus beeindruckender Band. Dune ist schwer zu heben, vorsichtig gesagt, um es umzusetzen, was vermutlich allen Leuten aufgefallen ist, die sich jemals mit irgendetwas zu dem Thema beschäftigt haben, ob das jetzt Verfilmungen oder Spiele sind. Und das ist ein guter Ansatz, die unspielbar zu machen. Von mir gibt es dafür 7 von 10 möglichen Punkten. So, das war sehr, sehr viel Wüstenplanet. Wenn ihr überhaupt nichts mit Dune anfangen könntet, habt ihr jetzt wahrscheinlich eine Menge Fragezeichen über dem Kopf. Und es sei ja ins Herz gelegt, beschäftigt euch damit. Es ist immer noch eine faszinierende, epische, seltsame und interessante Welt mit interessanten Gedanken und Aussagen, die vor allen Dingen auch unglaublich viel anderes, was ihr vielleicht kennt und mögt, beeinflusst hat. Und wenn man dann hier sozusagen zum Urtext geht, merkt man, wo überall Leute sich vorsichtig bedient haben bei diesem Stoff. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen speziellen Dank an alle Leute, die uns unterstützen. Liebe Leute auf Patreon. Das ist natürlich auch wie immer für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Emperor, we come for you. Dune, a spectacular journey through the wonders of space and the mysteries of time. From the boundaries of the incredible to the borders of the impossible. Now, Frank Herbert's widely read, talked about, and cherished masterpiece comes to the screen. Dino De Laurentiis presents Dune, a world beyond your experience, beyond your imagination.